In Halle 8 der Hochschule Fulda hat zum wiederholten Male die Firmenkontaktmesse stattgefunden. Hier präsentierten sich sowohl internationale als auch regionale Unternehmen den Studenten als Arbeitgeber. Neben Informationen rund um den Berufseinstieg bot die Messe auch Möglichkeiten, einen Blick in duale Studiengänge zu werfen oder sich Praktikumsplätze zu sichern. Ja, das Tolle an der Messe ist erstmal, dass es natürlich in Fulda, in der Hochschule Fulda stattfindet und dass wir auch hier sind. Das studentische Unternehmensberatung als Ausrichter vor allem suchen wir natürlich einen engen Kontakt halt zu den Studierenden oder haben den auch eher als jetzt Professoren oder die Hochschule an sich, wenn man jetzt vom Verwaltungsapparat sozusagen ausgeht. Und durch die viele Anzahl an Projekten konnten wir schon etliche Studierende halt auch für die Messe gewinnen und dadurch sind die Aussteller natürlich auch zufrieden. Diese hohe Resonanz einfach, diese hohen Besucherzahlen. Und eben aber auch, was wir extrem toll finden, dass es hier nicht zu eng gepresst ist, dass es noch sozusagen gute Möglichkeiten gibt, auch fast in Privatsphäre Gespräche zu führen, obwohl 1000 Besucher da sind, wie die IHK im Jahr 2013 festgestellt hat. Und das sind jetzt einige Punkte, die toll sind an der Messe. Hunderte Schüler nutzten die Gelegenheit und füllten die Messehalle. Neben spannenden Gesprächen gab es auch zahlreiche Sachpreise zu gewinnen, darunter Laptops und Tablets. Außerdem gaben die Unternehmen sogenannte Green Cards an besonders interessante Persönlichkeiten, um bei einem anschließenden After-Fair-Dinner die Personalentscheider des Unternehmens im privaten Umfeld zu treffen.